Hurra, die Einschränkungen unserer Freiheit durch den Lockdown, die werden zunehmend aufgeweicht und das ist natürlich eine gute Nachricht. Die Frage ist, wie viel dieser alten Normalität werden wir wiederbekommen und vor allem, wie wird die Wirtschaft nach Ende des Lockdowns aussehen? Wird das dann wieder so eine 100% Wirtschaft oder wird es eher eine 90% Wirtschaft, wie eine britische Wirtschaftszeitung jetzt kürzlich getitelt und analysiert hat? Wo man gesagt hat, ja, wir werden so eine Art Wirtschaft mit angezogener Handbremse haben, auch nach Ende des Lockdowns. Und da will ich mal die Geschichte ein bisschen näher betrachten in diesem Video. Starten wir zunächst mal mit der guten Nachricht heute in Deutschland. Da werden praktisch die Bundesländer, so hat es die Regierung entschieden, ermächtigt zu sagen, was sie wieder öffnen wollen, Gastro etc. etc. Das wird jetzt sozusagen den Bundesländern in die Hand gelegt. Aber man einigt sich auf einen Punkt, nämlich, dass es Wiedereinführungen von solchen Maßnahmen, die wir jetzt hinter uns lassen, geben kann, nämlich Lockdowns, wenn zum Beispiel mehr als 50 Infizierungen auf 100.000 Einwohner über einen Zeitraum von mindestens 7 Tagen passiert. Das heißt, wenn die Infizierungen wieder nach oben gehen, weil der Lockdown aufgehoben wurde, dann kann regional sozusagen ein Lockdown wieder verfügt werden. Das ist sozusagen die kleine Unsicherheit, die noch bleibt. Aber tendenziell sehen wir, dass auch in den USA jetzt immer mehr Menschen aus diesem Lockdown langsam rauskommen. Wir sehen, dass gestern oder vorgestern genauer gesagt noch 60% der amerikanischen Bundesbürger in Staaten lebten, in US-Bundesstaaten leben, bei denen der Lockdown gilt, aber das wird jetzt eben zu Ende Mai immer weniger, bis es dann praktisch Anfang Juni wahrscheinlich nur noch so 5 bis 10% sein werden. Hurra, das ist eine gute Nachricht. Wir sehen das auch vor allem im Nordosten der USA, jetzt die Fallzahlen, die täglichen Fallzahlen durchaus nach unten gehen, während sie auf niedrigem Niveau kommend, aber doch steigend jetzt in den anderen Gegenden der USA sind, also Süden, und mittlerer Westen vor allem, aber auch eben der Westen. Also wir sehen, dass hier sozusagen verschiedene Trends am Werk sind, aber insgesamt gibt es da einige gute Zeichen. Aber jenseits der USA und Chinas, und das zeigt diese Grafik, sehen wir, dass eigentlich die Fallzahlen relativ konstant hoch bleiben. Wir haben also keinen Peak Corona, könnte man sagen. Und wie Jim Bianco hier sehr gut zeigt, wir sehen ein ganz klares Muster, nämlich montags haben wir die wenigsten Fälle, da ist dann das Wochenende davor, da wird weniger gemeldet, da sind weniger Labore etc. Am Freitag ist es am höchsten. Und wir hatten jetzt am Montag zum Beispiel global gesehen, also minus USA und China, die höchsten Zahlen ever. Also an dem Tag, an dem normalerweise am wenigsten die niedrigsten Zahlen gemeldet werden, waren sie diesmal am höchsten seit Beginn der Corona-Krise. Aber kommen wir mal zu dieser 90%-Wirtschaft. Hier The Economist, eine der großartigen Wirtschaftszeitungen dieser Welt oder eine der großartigsten davon, sagte, wir werden etwa eine 90%-Wirtschaft haben. Warum werden wir das haben? Weil die Leute schlichtweg weiter verunsichert bleiben, solange dieses Virus nicht wirklich komplett erforscht ist, bekämpfbar ist, mit Impfstoffen möglicherweise man sich schützen kann, mit Medikamenten den Krankheitsverlauf abmildern kann etc., wird eine gewisse Unsicherheit bleiben. Wir haben in vielen Gegenden schon gesehen, wo man zum Beispiel Geschäfte wieder geöffnet hat, dass der Verkehr in diesen Geschäften, die Kundenzahl in diesen Geschäften dennoch ziemlich deutlich gesunken ist. Also es ist nicht so, dass alle dann reindrängen. Gut, Ausnahme jetzt mal Friseure, da gab es wohl ziemlich Andrang, weil die Leute teilweise auch schon aussahen wie Rumpelstilzchen im Endstadium. Aber dennoch, es ist eben so, dass insgesamt jetzt erstmal weniger konsumiert wird. Warum wird weniger konsumiert? Weil viele Leute schlichtweg weniger Geld haben, Cashflows finden nicht statt. Dementsprechend wird schon von dieser Seite her die Geschichte schwieriger. Dann zweiter Punkt ist eben, dass die Leute gleichzeitig jetzt vor einer ungesicherten Zukunft stehen. Mithin wird also auch dann weniger investiert. Firmen werden weniger investieren, etwa Investment oder Investitionen machen fast ein Viertel des BIPs aus in den meisten westlichen Ländern. Das heißt, hier ist sozusagen schon für die Zukunft eine Handbremse eingezogen, weil weniger konsumiert und weniger investiert wird. Jetzt kommt aber noch die Schuldenthematik hinzu, die wollen wir uns nämlich auch gleich mal anschauen, nämlich zunächst mal hier die Projektion, wie wird es mit der Weltwirtschaft aussehen. Wir sehen hier Projektionen vor der Krise und dann jetzt der latest forecast ist, dass wir sozusagen beim globalen BIP so um und bei
im zweiten Quartal bei -8% sind und das Ganze dann ab dem dritten Quartal so langsam ein bisschen besser wird. Aber Schulden, und das ist das Thema, was vielleicht zukünftig die große Relevanz hat, die steigen weiter. Wir sehen hier zunächst mal Household und Government Debt as percent of GDP, also praktisch die Schulden der Haushalte wie auch des Staates in Relation zum BIP. Da haben wir einen ganz, ganz klaren Aufwärtstrend. Und wir sehen in dieser helleren Grafik, das ist der Anteil der Top 1% der Verdiener an eben diesen Vermögen. Und hier sehen wir, dass diese Geschichte immer weiter nach oben geht. Das heißt, wir haben ein klares Auseinanderklaffen eben zwischen den sehr, sehr Reichen und den 99%, die nicht sehr, sehr reich sind. Wir sehen, dass jetzt eben diese Schuldenthematik ziemlich eskalierend wirken wird. Wir haben hier Muster, die in der Covid-19-Krise wahrscheinlich deutlich ausgeprägter sein werden als in der Great Recession, wie die Amerikaner ja die Finanzkrise nennen, und die 2001er-Rezession, die vergleichsweise milde dagegen war, also das Platzen der Dotcom-Blase, zumindest in den USA, war sie vergleichsweise milde. Und wir sehen jetzt hier die Verschuldungssituation. Wir hatten Bush mit 6 Billionen Schulden in 8 Jahren, George W., dann hatten wir Obama mit 9,3 Billionen in 8 Jahren, wir hatten Trump in den ersten 4 Jahren mit 7,3 Billionen und er wird vielleicht rauskommen, wenn er eine zweite Amtszeit bekommt, bei 14 Billionen. Also wir sehen, da gibt es eine durchaus sportliche Aufwärtstendenz. Das sind die Projektionen, ich hatte diese Grafik schon mal gezeigt, des Congressional Budget Office, also offizielle Zahlen aus dem Januar, also vor der Corona-Krise. Und hier sehen wir, dass die Amerikaner ohnehin in Richtung 180% Verschuldung zum BIP unterwegs sind. Und das vor Corona, das heißt, mit Corona wird diese ganze Grafik noch ein deutlich heftigeres Ausmaße annehmen. Hier sehen wir Unemployment, also Arbeitslosigkeit, und das ist ja auch eine der entscheidenden Fragen. Wie wird es nach der Corona-Krise oder geht es nach dem Lockdown weiter? Wie stark wird die Arbeitslosigkeit sinken? Wie hoch wird sie bleiben? Hier ist damit zu rechnen, dass wir jetzt um und bei 20% Arbeitslosigkeit sind in den USA. Hier in Deutschland durch Kurzarbeit ist das ja immer, oder in anderen Ländern mit Kurzarbeit ist das ja immer ein bisschen relativer. Jedenfalls ist die Projektion, dass wir dann wieder so in Richtung 14-13% sinken. Wir werden aber eine weitergehende, längerfristige Arbeitslosigkeit auf deutlich höherem Niveau haben. Wir werden in Deutschland nach meiner Schätzung so um und bei 10 bis 15 Millionen Menschen haben, die permanent irgendwie arbeitslos sind oder in Maßnahmen stecken, aber faktisch sozusagen nicht im Arbeitsprozess sind. Jetzt vergleichen wir das mal, was wir hier gesehen haben an wirtschaftlichen Daten und der Verschuldung. Verschuldung heißt ja immer zukünftig weniger Wachstum. Warum? Weil ich immer mehr Geld in die Bedienung von Schulden investieren muss, statt eben in Produktivität, in neue Ideen investieren zu können. Das heißt, die Schulden von heute sind das gebremste Wachstum von morgen. Das dürfen wir nicht vergessen. Jetzt haben wir hier nochmal Stock Market Valuation in Relation to GDP, also die Bewertung der Aktienmärkte der USA in Relation zum BIP, und da sind wir wieder bei knapp 140%. Ein Allzeithoch war 158% im Februar, und wir sehen hier den sogenannten Buffett Indicator, nämlich den Wilshire 5000 zum US-BIP. Wilshire 5000 ist ein Aktienindex, der praktisch alle Aktien enthält, die so in den USA gehandelt werden. Und hier sehen wir, dass wir da bei Buffett Indicator, der eben diese Relation misst zum BIP, bei 144% sind, praktisch auf einem neuen Allzeithoch. Wir haben dann die Situation gesehen, wie Mohammed Ali El Arian zusammenfasst. Gestern die Aktien wieder höher, der Nasdaq hat outperformed. Das ist dasselbe Muster mit 1,1%. Dow Jones 0,6%, Öl ist stark gestiegen. Das war auch so ein Motiv, dass man sich gesagt hat, hurra, das ist doch jetzt wieder alles schick. Am 19. verfällt der Juni-Kontrakt, da bin ich mal gespannt. 19. Mai verfällt der, da werden wir ähnliche Situationen möglicherweise erleben wie bei dem Vorkontrakt, dem Mai-Kontrakt damals. Und wir sehen, dass Bonds, die Renditen für Staatsanleihen leicht gestiegen sind. Wenn wir uns jetzt hier nochmal Bewertungsniveaus anschauen, dann sehen wir den S&P derzeit mit einem Kursgewinnverhältnis von 20,4, sportlich. Und wir sehen vor allem Information Technology, diesen Sektor, den sehen wir bei 22,3. Das ist denn noch ein bisschen sportlicher. Ich hatte diese Grafik auch schon mal gezeigt. Nasdaq 100 in Relation zu Russell 2000 Value, also Growth gegen Value, Wachstum gegen Value auf neuem Allzeithoch. Und wir sehen, dass die FANG-Aktien
deutlich outperformen wiederum. Es geht also so weiter wie bisher. Deswegen schauen wir unser Bar-Charts an, meine Damen und Herren. Was Sie hier sehen, ist wieder die aktive sogenannte Asienrampe. Was ich mit der Asienrampe meine, ist praktisch das Hochziehen der US-Futures auch in diesem Fall. In einer Zeit, in der die Asiaten überwiegend schon aufgehört haben zu handeln und die Europäer noch nicht angefangen haben, da kann ich ganz schnell mal an der Schraube drehen mit ein bisschen Volumen, bum bum, und zack, geht es nach oben. Dieses Spiel wiederholt sich seit einiger Zeit und ist durchaus interessant zu beobachten. Wir sehen den DAX jetzt bei 10.700 Punkten, die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren, und wir sehen, dass das Gold sich aktuell aufhält, wenig bewegt, 1703, und Crude Oil, das amerikanische Öl, bei $25,60. Also das ist sozusagen jetzt das Geschehen, wie man es vielleicht einordnen kann. Die Märkte sind natürlich unterstützt durch den Fed-Put und durch die Freude auf die schrittweise Aufhebung des Lockdowns. Das ist menschlich durchaus nachvollziehbar. Die Frage ist aber, was kommt danach? Hat man so viel Grund zur Freude, weil wirklich die Dinge 100% so sind wie vorher? Nein, das werden sie nicht sein. Vor Corona ist nicht nach Corona. Es wird viele Dinge geben, die sich geändert haben. Und diese Änderungen, die werden uns noch lange beschäftigen. Und das muss erstmal auch ein bisschen, wie man neudeutsch sagt, durchgeholt werden, was das alles bedeutet. Wenn weniger konsumiert wird, wenn weniger investiert wird und wenn die Schulden so wachsen, dass dadurch das zukünftige Wachstum maßgeblich gebremst ist. Das höher, schneller, weiter vor der Corona-Krise, das ist erstmal vorbei. Jetzt geht es erstmal um, naja, den Versuch wieder auf die Beine zu kommen. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen Mittwoch und sage Servus und Ciao.